Ja, heute wartet auf uns ein Rindergulasch mit Kohl und Kürbis und ein Kartoffelpastinakenpüree. Man merkt schon an den Zutaten, wir sind im Winter angelangt. Es ist erdig, es ist einfach schmackhaft mit kräftigen Aromen. Rindfleisch gerne aus der Region, auch gerne in Bioqualität natürlich, ist einfach eine tolle Sache. Die Klimadiskussion, die wurde schon ganz, ganz oft geführt. Wenn wir mal schauen, dass es Futtermittel und alles, was das Rind sonst noch so braucht, aus der Region kommt und nicht aus Südamerika zum Beispiel, dann haben wir hier auch wirklich einen ganz, ganz guten Fußabdruck. Wir haben was Schmackhaftes auf dem Teller. Es ist vom Warenaufwand her überschaubar. Wir können einfach auch mit extensiven Haltungsformen Rind aus der Weidehaltung beziehen. Eine tolle Sache. Großer Vorteil an so einem Gulasch ist ganz einfach der, man kann ihn vorbereiten, kann ihn in aller Ruhe vorkochen mit wenig Temperatur. Da bleibt das Fleisch schön zart, wir haben wenig Garverlust und wir müssen am nächsten Tag nur noch erwärmen. Wie das Ganze gut und schnell und zackig geht, schauen wir uns mal an und gehen in die Küche. Die Zwiebeln und das Gemüse für den Gulasch schälen wir und schneiden es in Würfel. Den Kürbis halbieren wir, entfernen mit einem Löffel das Kerngehäuse und schneiden ihn dann in Streifen und hinterher in feine Würfel. Den Kohl halbieren und vierteln, den Strunk herausschneiden und dann längs und quer in Plättchen schneiden. In einem geräumigen Topf etwas Öl erhitzen und den Kürbis in den Kohl anschwitzen, leicht salzen, mit etwas Curry bestäuben und das Ganze schön anrösten. Es darf ruhig ein Röstaroma am Topfboden entstehen. Das Fleisch ist schon vorgeschnitten. Hier kann man die Schnittgröße natürlich nach eigenem Gusto noch variieren. Wir sehen, dass einige Stücke durchwachsener sind, andere etwas magerer. Die durchwachsenen Stücke garen saftiger, verlieren auch ein bisschen weniger Fleischsaft. Das beste Stück für einen Gulasch ist die Wade. Im gleichen Topf, in dem wir das Gemüse angeschwitzt haben, braten wir nun den Gulasch schön knackig an, salzen ihn leicht und dann, wenn er schöne Röstaromen hat, schütten wir das Gemüse dazu. Leicht meliert. Schön darauf achten, dass Röstaromen entstehen, das gibt dann den Geschmack. Das Ganze dann tomatisieren und mit Gemüsebrühe ablöschen. Nach der halben Garzeit Lorbeer und Wacholder dazugeben. Die Gesamtgarzeit des Gulasch beträgt in etwa, je nach Teilstück, 2 Stunden. Den Kohl und den Kürbis kochen wir die letzte Viertelstunde im Gulasch noch mit. Die Kartoffeln und die Pastinaken fürs Püree werden geschält und in Würfel geschnitten. Beides dämpfen wir im Ofen bei 100% Luftfeuchtigkeit 25 Minuten. Die Milch kochen wir mit Salz, Pfeffer und Muskat und einer kleinen Flocke Butter auf. Die gegarte Pastinake mixen wir zusammen mit der gewürzten und aufgekochten heißen Milch zu einem feinen Püree. Und die Kartoffeln werden dazu gepresst. Die beiden Massen miteinander gut vermengen, die Petersilie fein schneiden und mit dazugeben. Und dann richten wir das Püree zusammen mit dem Gulasch auf dem Teller an. Ja, das sieht jetzt schon richtig lecker aus, duftet hervorragend, der Rindergulasch mit Kohl und Kürbis, mit Kartoffelpastinakenpüree, war jetzt auch relativ zackig gekocht. Gerne kann man natürlich auch im Sommer das Gemüse, was eher winterlich anmutet, gegen ein anderes Gemüse austauschen, Aubergine, Zucchini, auch kleine Kirschtomätchen fühlen sich darin auch total gut aufgehoben. Im Sommer würde ich zum Beispiel statt des Pürees als Beilagen Kartoffel-Zucchini-Rösti zubereiten, der ist einfach schön kross, schön saftig und auch auf Kartoffelbasis, macht also auch schön satt und schmeckt gut. Was mir besonders gut bei dem Gericht gefällt, ist, dass wir aus einer wirklich moderaten Menge Fleisch eine ordentliche Menge leckerer Soße mit viel Gemüse auf den Teller bringen können. So haben wir einfach wirklich mit einer kleinen Fleischanlage ein vollwertiges, schmackhaftes und deftiges Gericht.
und können auch für das Fleisch gerne einen kleinen Euro mehr bezahlen, das Kilo, und können somit einfach eine extensive Haltungsform unterstützen und somit auch den Tieren was Gutes tun. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit!